Wir starten, würde ich sagen, es ist 8.06 Uhr und damit ist es Zeit für Creative Mornings. Es ist der letzte Freitag im Monat und es ist so schön, euch alle zu sehen, wobei man ja immer gar nicht alle sehen kann. Ich begrüße euch ganz herzlich. Mein Name ist Andrea vom Creative Mornings Basel und ich begrüße euch im Namen von unserem ganzen Team. Schön, dass ihr da seid, so früh aufgestanden seid und hoffentlich hellwach. Spätestens seid ihr das sonst gleich. Auch herzlich willkommen den Hosts und der Community, natürlich unserer Community, ganz besonders Basel heute, aber auch den Hosts und Community von Zürich und Freiburg, denn wir spannen ja wieder zusammen. Und man hat es jetzt gerade im Chat gesehen, ich glaube schon aufgrund der Ferien versprengt es sich gerade überall hin. Wir haben wirklich Zuhörer von überall und das ist ja dann doch wieder das Tolle an dem Digitalen, dass wir uns halt hier in diesem virtuellen Raum dann doch zusammentreffen können. Bevor wir zum Thema des Monats kommen und zu den Vortragenden und noch zu einem vorgeschalteten Highlight, rausche ich gerade durch die Sponsoren und teile dafür mal meinen Bildschirm, damit ja auch die passenden... Moment. Ganz kleinen Moment, jetzt habe ich hier... eine Meldung gehabt, die mich kurz irritiert hat, aber das löst sich. So, genau, wir, ja, das nochmal das Intro. Basel, Zürich, Freiburg wieder am Start. Und ich beginne mit den Sponsoren. Ein herzliches Dankeschön und ich lese da jetzt auch teilweise ein bisschen was ab, damit ich nichts vergesse zu sagen. Wir danken Basecamp, der Plattform Projektmanagement, die ja auch, und das haben wir auch öfter schon mal vorgestellt, die E-Mail-Plattform Hey lanciert haben. Die Sarah wird euch im Chat parallel auch die ganzen Links dann zur Verfügung stellen, dass ihr da dann auch draufschalten könnt, wenn euch da was interessiert. Es gibt gerade eine Kampagne von Creative Mornings Headquarter in Brooklyn, die sich Hey Creative Mornings nennt und sie stellt alle zwei Wochen eine Frage, die wir als globale Community beantworten können. Wir erhalten dann, wenn wir ihnen gemailt haben, auch eine Antwort, eine ganz persönliche Antwort. Natürlich nehmen sie den E-Mail-Client Hey dazu und wenn man Glück hat, landet man sogar im Creative Mornings Blog mit seiner Antwort und mich freut es ganz besonders, dass die Frage des Monats ist und das ist auch die erste Frage, die sie lanciert haben. Welches ist ein Buch, das du immer wieder liest oder an andere verschenkst? Ich bin ja ursprünglich Buchhändlerin, deswegen ist das natürlich die beste Frage ever, mit der man starten kann. Ihr könnt antworten an creativemornings@hey mit dem Betreff Question One. Das ist jetzt auch im Chat, sollte das jetzt auch gelandet sein. Danke, Sarah. Genau, das war das. Dann haben wir... ein Ritt hier durch, Moment. So, dann haben wir Mailchimp, wie immer, die sind schon lange dabei, mit denen wir auch den Newsletter verschicken. Wie geht mein Skipper hier nicht, deswegen muss ich probieren. So, dann Mailchimp sagt noch, bitte schaut unseren Geschäftsbericht an, der sieht ganz wild aus, wie man sieht und es gibt auch ganz wilde Feststellungen, die sie dort kundtun, dass zum Beispiel, jetzt lese ich es wieder ab, das Herz-Augen-Emoji, das am häufigsten verwendete Emoji in Kundenbetreffzeilen im Jahr 2020 waren. Ich glaube, da haben wir auch einen kleinen Anteil dran. Guckt euch den Geschäftsbericht an, auch da der Link im Chat. Als dritten Sponsor Skillshare, die Online-Lerngemeinschaft, die mittlerweile schon Millionen vereint und dem Motto folgt, everyone is creative. Und auch Sie haben gerade eine Aktion. Gucken, mein Skipper geht hier nämlich nicht gerade. Es tut mir echt leid. Getestet bis ohne Ende. Gut, also, however, hört einfach zu. Es gibt My Creative Roots, eine vierwöchige E-Mail-Serie, die Inspiration von schwarzen KünstlerInnen gerade gibt. Man kann sich dort anmelden, beziehungsweise das muss man jetzt fast gar nicht mehr machen, weil es schon auf dem Blog gewisse Sachen lanciert worden sind. Auch da könnt ihr dem Link folgen, der jetzt im Chat ist. Das war der Ritt durch die Sponsoren. Und jetzt, und das ist das richtige Slide, kommen wir zum
30-Second-Pitch. Ich habe lange geübt, damit das klappt, und das hat geklappt. Es ist schön, dass wir das wieder aufnehmen, dass sich die Sabrina gemeldet hat und gesagt hat, sie möchte was vorstellen, sie hat eine Projektidee. Das muss in die Welt, das muss geteilt werden mit unseren Communities. Und von daher gehe ich jetzt wieder zurück und überlasse dann gleich, wenn ich den Gong geschlagen habe, der Sabrina das Wort, damit wir was hören können. So, und jetzt, Achtung, Moment, den Timer muss ich auch noch stellen. Achtung, Sabrina in den Startlöchern, bist du parat? Macht ja. Macht am besten die Speaker-Ansicht, damit ihr sie dann auch schön in groß und nachher ja auch den Peter dann seht. Genau, let's go. Hi, ich bin Sabrina von Moving Concert, einer Streaming-Plattform, die dem echten Konzertgefühl so nahe wie möglich kommen will. Und zwar einmal, indem der Künstler die Zuschauer sieht und einmal, weil man gemeinsam auf ein Konzert gehen kann. Und ich würde mich freuen über Leute, die Bock haben, das mit mir weiterzuentwickeln. Wir sind in den Startlöchern und alle Infos findest du auf moving-concert.com. Perfektes Timing, würde ich sagen. Juhu, vielen, vielen Dank für den 30-Second-Pitch. Das war super. Auch die Sarah gibt natürlich in den Chat, wenn sie es nicht schon hat, deinen Link, den Concert, moving-concert.com. Genau, schaut drauf, tragt euch in die Liste ein, kontaktiert die Sabrina. Spread the word, auch da natürlich nutzt die Community dafür. Ja, super. Vielen, vielen Dank. Wer Lust hat, auch mal zu pitchen, ist gar nicht so schlimm, ist kurz und schmerzlos und es ist super. Dann meldet euch einfach gerne bei uns auf den diversen Kanälen. Dann teile ich wieder meinen Bildschirm, denn jetzt kommen wir zum Main Act. Wir haben das Monatsthema Divergent und wir haben den Peter Glassen eingeladen. Das ging relativ schnell, dass die Verknüpfung kam zu dem Thema, zum Monatsthema. Ich ploppte auf Bildsprache, Globalisierung, interkultureller Kontext und wir haben den Peter Glassen angefragt, der auch sofort zugesagt hat. Das war toll. Vielen, vielen Dank auch an dieser Stelle immer für die Bereitschaft, was zu geben, was zu teilen und von den eigenen Sachen zu erzählen. Ich stelle euch den Peter kurz vor, bevor er dann starten wird. Peter Glassen ist Markenberater und Semiotiker und er begleitet Unternehmen und Organisationen bei der strategischen Entwicklung ihrer Marken. Er hat das Schweizer Expertinnen-Netzwerk für angewandte Semiotik, Semiotics Get Cultural Insights, gegründet, wo er einen Fokus auf kulturelle Codes und Zeichen legt. Er ist Hochschuldozent für Bildtheorie und auch Referent zu den Themen Markenbildung und Semiotik. Und genau davon werden wir ja jetzt hören. Ich habe mir extra, denn seit ich Peter kenne, hat sich mein Blick auf gewisse Dinge natürlich total verändert. Und das wird euch gleich dann auch so gehen. Ich habe extra meine Eulenohrringe heute angemacht, die ich, seit ich eben Peter und Semiotik kennengelernt habe, mit anderen Augen sehe und überhaupt jede Eule, die mir begegnet. Manchmal sitzt im Zug jemand, der eine auf dem T-Shirt hat oder auf einer Tasche ist mal eine drauf und ich sehe es dann sozusagen jetzt neuerdings mit zwei Augen. Das als kleines Intro. Und ich habe gedacht, wir starten mal damit, dass wir alle die Kamera zuhalten. Und wer schon mal von Semiotik gehört hat oder weiß, was es einordnen kann, der darf sich dann sozusagen outen als, genau. Dann sieht der Peter auch ein bisschen je nach Ansicht, wie hier so. Wunderbar. Ich habe jetzt so eine kleine Ansicht gehabt, deswegen, aber ich glaube, ja, ein bisschen habt ihr auch untereinander sehen können, wer schon was weiß und wer nicht. Und damit übergebe ich das Wort an dich, Peter, und starte. Nimm uns mit auf deine Reise.
Ja, ganz herzlichen Dank, Andrea. Danke für die Einladung durch Creative Mornings Basel. Danke auch für die netten einleitenden Worte. Ich stelle gerade fest, dass ich nicht ganz mich höre, aber wir werden das sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ihr hört mich hoffentlich gut. Wunderbar. So. Wunderbar. Ja, ich will euch mitnehmen und natürlich auch einführen in das Thema Semiotik, damit ihr sicher sein könnt, worum es hier eigentlich im Vortrag geht. Eisberg in Sicht war die Ankündigung für den heutigen Morgen. Man kann den Titel noch ein bisschen präzisieren und sagen, heute geht es um angewandte Semiotik in der interkulturellen Markenkommunikation. Ich nehme euch ganz bewusst nicht mit in eigene Cases, ich nehme euch in internationale Cases mit, die ja entweder gelungen sind oder vielleicht weniger gelungen sind. Kurzer Überblick, ich habe eine halbe Stunde Zeit mit euch heute Morgen zu verbringen. Ich werde euch erzählen, was Semiotik ist, werde euch ein paar klassische Fails der interkulturellen Markenkommunikation zeigen. Klar, Andrea hat schon angekündigt, Hochschuldozenten kommen nicht drum rum. Sie müssen auch noch ein bisschen definieren. Sie müssen sagen, was ein Zeichen ist. Ich werde euch erzählen, was wir unter Kultur verstehen. Und es gibt natürlich Insights in Kampagnen, die teilweise sehr gut gelungen sind oder wo Marken reagiert haben, um kulturell adäquat sich zu verhalten. Eins will ich im Rahmen dieses Vortrages nicht vergessen. Wir haben ein Urheberrechtsproblem. Zu gern würde ich Kampagnen zeigen, auf diesem Bildschirm, in diesem Video. Aber da dieses Video online gestellt wird, weltweit einsehbar ist, muss ich und müssen wir Urheberrechte wahren. Und ich kam spontan auf die Idee, das Ganze doch mit diesem etwas old-fashioned QR-Code zu lösen. In diesem Vortrag wird es insgesamt 3 Beispiele geben, die ihr mit eurem Smartphone aber sehen könnt. Lichtet vielleicht jetzt mal zum Test diesen QR-Code kurz ab mit eurem Smartphone, wenn ihr es parat habt. Es führt direkt auf die Seite von den Creative Mornings in Basel und ist so eine Art Test für euch. Wenn das funktioniert, ist alles gut. Auch alle anderen Verlinkungen, das für euch nur als Schutz. Wir werden entweder gemeinsam bei YouTube landen oder auf Seiten von Marken beziehungsweise auf den Seiten von Zeitschriften, die über diese Fälle berichtet haben. Ja, ich glaube, das war so die juristische Rahmung, damit heute Morgen alles seinen geregelten Gang läuft. Ich glaube, das, was ich jetzt gerade mit euren Daumen gesehen habe, das erlebe ich regelmäßig. Wenn ich mich vorstelle und sage, hey, ich bin Markenberater und Semiotiker, dann geht das erste noch relativ gut durch. Beim zweiten entsteht genau dieser Moment, dieses Semio, was? Was machst du ganz genau? Und ein bisschen fühle ich mich manchmal wie so ein Schädlingsbekämpfer. Man redet nicht so gerne darüber, was man eigentlich tut, weil die Tools vielleicht auch ein bisschen Wahrheiten aufdecken und Dinge sichtbar machen. Aber für euch will ich mal eine kurze Definition heute Morgen einblenden. Semiotik ist die Lehre von den Zeichen und sie beschäftigt sich A, mit ihren Eigenschaften, also den Eigenschaften der Zeichen, mit ihrer Bedeutung und das ist eigentlich der entscheidende Punkt, mit ihrem Gebrauch, mit ihrer Wirkung, damit, wie sie eingesetzt werden. Das wäre die kürzeste Definition, die ich euch heute Morgen bieten kann. Ich glaube, eins der markantesten Zeichen der letzten 15 Jahre ungefähr, plus minus, ist das, was ich euch hier gerade einblende und was ihr auch hinter mir seht. Und an diesem will ich euch wieder pragmatische Einführung in das Thema Daumen hoch geben. Wir kommunizieren alle mit diesen Zeichen. Manchmal machen wir vielleicht auch so, weil wir eine Sache schlecht finden, weil wir es nicht ganz so lustig finden. Aber ganz selbstverständlich benutzen wir dieses Zeichen, um unsere positive Zustimmung auszudrücken. Gefällt mir. Ein großer Social-Media-Konzern hat das zu einem ganz markanten Zeichen seiner selbst gemacht. Like oder don't like, wenn es einem möglicherweise auch nicht gefällt. Wo kommt das Zeichen her? Wenn ich meine Studierenden frage, dann sagen die immer so, ja, da ist irgendwas mit der Antike, da gab es doch so die Gladiatorenkämpfe. Wurde da nicht so gemacht, beziehungsweise so gemacht, wenn der Gladiator eigentlich, wenn sein letztes Stündchen geschlagen hat? Und da liegen sie vollkommen richtig. Es bricht aus mir natürlich der Kunsthistoriker durch und das kann ich dann immer nur schwer stoppen. Aber ich habe eins der bekanntesten Gemälde des 19. Jahrhunderts mitgebracht, Police Verso aus dem Jahre 1872. Es ist eigentlich die Ikone des, ja, in diesem Fall umgedrehten Daumen, weil Police Verso heißt nämlich genau der nach unten gerichtete Daumen. Das Gemälde ist stilprägend gewesen. Es zeigt eine klassische Szene aus dem antiken Rom. Der Kaiser sitzt auf dem Balkon. Der Gladiator hat inzwischen schon mehrere seiner Kollegen getötet. Ein letzter liegt hier unten und fleht um Gnade. Aber der
Höhepunkt, ah nein, ich muss noch eines sagen, diese Szene oder diese Darstellung hat Ridley Scott dazu animiert, viele visuelle Elemente in seinen Film zu integrieren und hat Anleihen an diesem Gemälde genommen. Also der Film mit Russell Crowe, Gladiator, ist tatsächlich geprägt auch von diesem Gemälde. Der entscheidende Punkt oder die entscheidende Szene in diesem Bild befindet sich hier oben. Da oben sitzen, und ich hole sie mal ein bisschen dichter ran, da oben sitzen die Ich höre, darf ich gerade, Entschuldigung, wir hören dich nicht. Sorry, ich habe falsch gedrückt, sorry. Die Vestalinnen haben gerichtet, sie haben entschieden, der unterlegene Gladiator stirbt und der Daumen ist nach unten gerichtet. Neueste Forschungen zeigen, dass möglicherweise hier ein Übersetzungsfehler über die Zeit entstanden ist. Auch die Quellen geben nicht eindeutig Auskunft darüber. Es wird vermutet, dass der aufgerichtete Daumen im antiken Rom eigentlich dafür stand, den Gladiator zu töten, weil er symbolisiert das aufgerichtete Schwert. Diese Geste hat es möglicherweise gar nicht gegeben, weil das Gegenstück, also das gesenkte Schwert, wäre eigentlich ein auf die Faust gelegter Daumen beziehungsweise ein in die Faust gesteckter Daumen, was wiederum für das in die Scheide steckende Schwert stehen würde. Heißt also, wenn wir heute fröhlich in Social Media den Daumen recken, ist es vielleicht in der ursprünglichen Version, und darüber wird in der Wissenschaft weiter noch gestritten, genau eine negative Aussage. To kill you macht ihn tot. Denkt drüber nach, wenn ihr dem nächsten Mal wieder so einen fröhlichen Daumen vergibt. Symbiotik beschäftigt sich vor allem aber mit dem Gebrauch von Zeichen in bestimmten Umfelden. Und nachdem es gerade so blutig war und ich euch vielleicht in Zweifel gebracht habe, ob ihr in Zukunft noch Likes verteilen wollt, will ich euch nur diese Beispiele vorführen. Auf dieser Seite ein Daumen aus unserem alltäglichen Umfeld. Wir kennen es nur zu gut. Nimm mich mit am Straßenrand. Ein Anhalter, eine Anhalterin möchte mitgenommen werden. Oder auf dieser Seite auch ein Zeichen. Alle, die von euch Taucher sind, können das gut nachvollziehen. Es ist nicht ein Zeichen dafür, dass es dem Taucher gerade total gut geht. Nein, es ist ein Befehl. Es ist ein Befehl sowohl ans Gegenüber. Hey, tauche auf, weil es ist notwendig. Beziehungsweise ich als Taucherin gehe nach oben. Daumen hoch verwenden wir natürlich immer und ständig. Und es ist heute auch ein fester Teil innerhalb unserer Alltagskommunikation geworden. Vielleicht auch durch Corona bedingt oder weil es so wirklich fester Bestandteil unseres täglichen Kommunizierens nonverbal ist. Und so langsam bewege ich mich nun mit euch in den interkulturellen Bereich, wie herausfordernd sowas werden kann. In einzelnen Ländern Afrikas und Asiens kann ein so aufgerichteter Daumen durchaus eine sehr vulgäre Geste sein und euch so richtig viel Ärger einbringen. Viel lustiger finde ich es aber noch in Japan. Wenn ihr auf einen japanischen Markt in einzelnen Regionen Japans geht und vielleicht dem Händler, der Händlerin fröhlich dokumentieren wollt, hey, du hast eine super Ware da, dann haltet ihr in Kürze 5 Stück von der Ware in der Hand, weil dieses Zeichen steht für die 5. Kulturelle Übereinkunft darüber, dass ein so aufgerichteter Daumen eine 5 bedeutet. Ich frage mich, wie ihr aus der Nummer wieder rauskommen wollt. Oder für alle die, die sich mit indischer Kultur beschäftigen und sie mögen, auf den indischen Rupien, Einrupienmünzen, ist auch eine Mudra-Geste aufgebracht, eine rituelle Tanzgeste kann man dazu sagen. Sie dient aber auf der Einrupienmünze auch den Analphabeten zu sehen, welchen Wert diese Münze hat. Und damit sind wir mitten in interkulturellen Kontexten unterwegs. Und ja, ich will euch ein Oldie zeigen. Ich weiß, für manch einen von euch ist er schon so richtig abgenutzt. Aber man muss damit einsteigen, um auch nochmal den Hintergrund zu erfahren. Ich glaube, einer der Klassiker der interkulturellen Missverständnisse ist der Mitsubishi Pajero. Benannt ist dieser japanische Geländewagen nach einer Wildkatze. Die heißt lateinisch Leopardos Pajeros, wenn ich es richtig ausspreche. Da kann man es sehen, genau, auf dieser Seite. Und die Grundidee ist gut, einen Geländewagen nach einer robusten Wildkatze zu benennen. Das geht soweit gut. Mitsubishi hatte aber eine Herausforderung zu lösen. Als die
Marke in Lateinamerika bzw. Spanien eingeführt wurde, haben die dortigen Konsumenten den Namen Spanisch ausgesprochen und haben es Pajeros genannt. Und Pajeros heißt in Spanisch Wichser bzw. Weichei, vielleicht keine so gute Benennung für einen Geländewagen. Und wer dort in diese Länder heute reist und den Wagen sieht, der wird feststellen, dass er heute Mitsubishi Montero in diesen Ländern heißt, einfach um diese kulturelle Lücke geschickt zu überspringen. Ein Beispiel, das weniger bekannt ist, was ich aber auch genauso herausfordernd finde, weil man begreift, wie schwierig interkulturelle Kommunikation im Bereich auch der Markenkommunikation ist. Le Sensi, eine Marke von Unilever, die hauptsächlich in Chile bekannt war. Und Unilever hat sich überlegt, hey, das ist eigentlich ein sehr guter Markenname. Hier in Chile wird er hauptsächlich für Seifen verwendet. Und natürlich gibt es hier eine große Assoziation zu dem berühmten Diamanten Le Sensi, den wir uns in Paris im Louvre anschauen können. Und sie haben sich gedacht, hey, die Marke übertragen wir doch mal ganz elegant nach China. In China ging das leider daneben, wenn dieses Le Sensi phonetisch wie nachgesprochen wird im Chinesischen, zumindest in einzelnen Dialekten, heißt es Tod über dich. Vielleicht nicht so günstig für eine Seifenmarke. Und relativ neu dieses Beispiel, in dem Sinne kein Skandal, hat aber zu fröhlichen Lachern in Schottland geführt. In England ist eine stylische Energy-Drink-Marke vor, glaube ich, 3 Jahren ungefähr auf den Markt gekommen. Und man hat sie so ein bisschen Neuenglisch Food genannt, also in Anlehnung an das Wort Food. Aber die Schotten hatten große Freude, als sie das lasen, weil für sie ist es das Slangwort bzw. das herablassende Wort, ihr könnt es lesen, für Vagina. Herausforderung, die Markenkommunikation an uns stellen. Und damit kehre ich wieder in die Rolle des Theoretikers zurück, will euch ganz kurz auch wieder eine Definition an die Hand geben. Was sind eigentlich Zeichen? Ich habe das mal hier mit einem ganz simplen Zeichen im Hintergrund eingeblendet. Aber ihr habt es schon gemerkt, auch bei den ersten Beispielen, die ich angeführt habe. Ein Zeichen kann man folgendermaßen beschreiben. Alles, was Bedeutung in sich trägt und oder was auf etwas anderes verweist als sich selbst, ist ein Zeichen. Auch unsere Schriftzüge, die wir jetzt gerade gesehen haben, haben auf etwas anderes verwiesen. Wir haben schon festgestellt, da gibt es so wie Splits und Gabelungen. Das gucken wir uns mal genauer an. Das letzte komplexe Modell für heute Morgen. Ich weiß, es ist frühe Stunde, aber wir schaffen das gemeinsam. Was ihr hier hinter mir auf dem Screen seht, ist das ein traditionelles Modell der Zeichentheorie. Es ist das Zeichenmodell von Ferdinand de Saussure, ein Schweizer, der in Genf geboren wurde und vor allem Sprachwissenschaftler war. Er sagt, ein Zeichen besteht grundsätzlich aus 2 Seiten, also die aber unmittelbar, deshalb auch das große markante Plus, unmittelbar miteinander verbunden sind. Das ist zum einen die Lautbild- und die Ausdrucksseite, also wir hören ein Zeichen, wir sehen ein Zeichen, wir schmecken ein Zeichen, wir fühlen ein Zeichen. Und auf der anderen Seite die Vorstellungsseite, der Inhalt, also das, was sich in unserem Geiste formt, wenn wir mit diesem Zeichen in Berührung kommen. Er hat ganz klar, Begrifflichkeiten dafür. Die Ausdrucksseite nennt er signifikant und die Inhaltsseite signifikat. Das Beispiel, das er einführt, ist eigentlich ein lateinisches. Ich habe das heute durch ein deutsches Beispiel ersetzt. Wir sehen die Buchstabenfolge B-A-U-M. Wenn wir denn der deutschen Sprache mächtig sind, können wir sogar das Ganze als Kodierung lesen, als ganzes Wort und können darin das Wort Baum lesen. Und das Ganze, wenn es gut läuft, entsteht auch in unser aller Bewusstsein, eine Vorstellung davon, ein Inhalt davon. Mag sein, dass bei euch die Bäume ein bisschen anders aussehen als bei mir, aber das versteht ein Teil der Semiotiker unter einem Zeichen. Es gibt viele weitere Modelle, das ist das sogenannte dyadische Modell. Und jetzt kommen wir zu Andrea. Sie hat ja ganz toll eingeleitet, dass sie ihre Ohrringe nur noch vorsichtiger benutzt oder nur noch von Eulen umgeben ist. Bisher habe ich euch das Zeichenmodell in Bezug auf Sprache gezeigt. Aber man kann so logischerweise das Modell auch auf Zeichen übertragen, gar keine Frage. Ihr seht hier eine grafische Darstellung. Und vielleicht können wir uns darauf einigen, das ist eine Zeichnung, mehr oder weniger gut. Und wenn es gut läuft, können wir auch sagen, ja, okay, das ist wohl eine Eule. In der Semiotik nennen wir das eine Denotation. Das ist der Begriff, der unmittelbar mit der Ausdrucksseite verbunden ist.
ähnlich wie kleine Kinder sagen, das ist ein Haus, das ist ein Stuhl, das ist ein Baum. Und so kann man vielleicht auch hier sagen, wenn dann die Zeichnung eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Objekt in der Realität bietet, das ist eine Eule. Aber die Semiotiker haben noch einen weiteren Begriff und den nennen sie die Konnotation. Die Konnotation ist eine darüber hinausgehende Bedeutung, die mit einem solchen Ausdruck verbunden wird. Hier in Europa könnten wir sagen, Andrea trägt diese Ohrringe, weil sie für Weisheit und Wissen stehen. Und ich sehe schon, wie sie sich gerade in ihrer kleinen Kachel räkelt. Wunderbar, es läuft gut für sie. Ja, aber jetzt entscheidet Andrea, nach China zu reisen und trägt ganz stolz diese Kopfhörer. Und da dreht es sich genauso um. Während wir hier von der antiken Mythologie geprägt sind und der Bedeutung der Eule im Kontext von Athena, von Griechenland, dreht es sich in Asien, wie so vieles, was symbolische Bedeutung angeht, hier ins Extreme. In China hat die Eule eigentlich fast keine gute Bedeutung. Sie ist relativ negativ besetzt und steht für Schrecken und Zerstörung. Wir haben das gerade bei einem Kundenprojekt erlebt, dass ein Unternehmen hier aus der Schweiz nach Hongkong gehen wollte und hatte im Corporate Design eine Eule. Und wir konnten rechtzeitig noch einen Warnhinweis geben und sagen, Leute, das wird so nicht funktionieren, weil wir schaffen es nicht, die Eule dort so schnell positiv zu besetzen. Und damit kommen wir zu weiteren Beispielen, wo wir jetzt etwas tiefer auch in die Bildtradition und in die Markenkommunikation mit Bildern eintreten. Ein sehr, ja, also klassisches Beispiel für kulturelle Aneignung ist Nike im Jahre 2013 passiert. Dort hat Nike eine Sportbekleidungsserie hauptsächlich für Hosen, Leggings herausgebracht für Frauen, auf denen sie traditionelle samoanische Tattoos aufgedruckt haben. Sicherlich grafisch etwas abstrakter, aber sie waren in der Anlehnung am Ende des Tages komplett identisch mit heiligen Tattoos von der Insel Samoa. Und ein Blogger schrieb damals im Internet, für euch mag das möglicherweise ein stylisches Muster sein. Für mich sind diese Zeichen heilig. Und weil es ein klassischer Fall von kultureller Aneignung einer Marke ist, indem sie traditionelle Muster übernommen hat, wurde diese Serie wieder eingestampft und war schon kurze Zeit nach der Veröffentlichung nicht mehr auf dem Markt erhältlich. Und jetzt kommen wir zum ersten QR-Code für ein, auch wie ich finde, spannendes Beispiel, wo man sich fragen kann, ist das Zensur oder kulturelle Anpassung? Ihr landet auf einem Artikel vom Handelsblatt und ihr seht dort Auszüge aus einem IKEA-Katalog von 2012. Aber die Besonderheit bei diesem Beispiel ist, dieser IKEA-Katalog ist in Saudi-Arabien erschienen. Und IKEA war der Meinung, hey, wir haben da irgendwie gehört, dass es mit Frauen in Saudi-Arabien ein Problem gibt. Ich glaube, wir begeben uns mal in vorauseilenden Gehorsam und löschen aus unserem Katalog sämtliche Frauen heraus. Wer sich die Bilder anguckt, es ist unglaublich. Photoshop hat ganze Arbeit geleistet, während in der deutschen oder der schwedischen Version immer noch ganz viele Beispiele drin sind, wo natürlich Mütter, einzelne Frauen, Single in den Bildern enthalten sind. Sie existieren einfach nicht im Katalog aus Saudi-Arabien. Es hat viel Ärger ausgelöst. Der saudi-arabische Botschafter in Schweden hat eine Petition eingereicht. Die schwedische Regierung musste darauf reagieren. IKEA hat darauf reagiert. Also auch hier die nächste Herausforderung. Wie verhalten sich Marken vor Ort richtig? Egal, in welcher Position wir nun zu Saudi-Arabien stehen. Das nächste Beispiel öffnet die Breakout-Sessions. Ich freue mich sehr, dass die Creative Mornings Basel das möglich machen. Ihr bekommt mit diesem nächsten QR-Code einen Link zu einem Video auf YouTube in die Hand. Wir landen jetzt bei der Marke Barilla, eine italienische Teigwarenmarke. Und ich möchte euch in diese Breakout-Sessions mit einer Aufgabe entlassen. Der Spot, den ihr dort seht, ist aus dem Jahr 2012. Barilla hat zu jener Zeit mit Roger Federer zusammengearbeitet und es ist ein klassischer Spot, der sich darum bemüht, köstliche italienische Teigwaren zu promoten. Ob sie köstlich sind, das lassen wir jetzt mal hier noch stehen, aber auf jeden Fall sie zu promoten. Meine Aufgabe für euch in den kommenden 4 Minuten ist, und da bitte ich wirklich um eure Aufmerksamkeit, schaut und hört euch den Spot gemeinsam an.
Und die Frage lautet, was ist der Fehler? Viel Vergnügen. Ja, es sollten alle wieder da sein jetzt. Wunderbar, dann switchen wir wieder rüber zum Peter. Und ich habe gar nicht gefragt, jetzt fehlt mir, merke ich, dass wir eine Leerstelle haben in unserer gut durchgeplanten Choreografie, wie wir es abfragen. Wollen wir es über Zuruf machen, Andrea? Was empfiehlst du? Wie macht ihr das meistens? Also erster Vorschlag geht schon mal im Chat, genau. Wir können es, schreibt doch in den Chat rein, was ihr denkt. Genau, schreibt es doch rein, dann können wir es ein bisschen filtern. Genau, ob es die Frisur vom Koch war oder ob die Tomate falsch war. Jetzt explodiert der Chat. Links. Hier sind einige, genau. Oh, wow, Detail, hey. Das finde ich gut. Also wer sowas sieht, da ziehe ich als Semiotiker erst recht den Hut und sage, hey, wir müssen zusammenarbeiten, das ist toll. Ja, da spricht auch eine Bildexpertin, wie ich das so sehe, genau. Ja, und auch in Anbetracht meiner mangelnden Kochkünste. Ja, sehr schön. Aber ich sehe, was die Mehrheit... Oh, das Zeichen vom Koch, oh, da muss ich auch nochmal abtauchen und werde Freude dran haben, mir das genauer anzugucken. Sehr schön. Genau. Also ich sehe es, die Mehrheit, das tut total gut, das zu sehen. Ihr seid kritische Bürger und Bürgerinnen eurer und unserer Kultur und das ist immer wieder schön zu sehen. Ihr habt vollkommen recht. Was wir gehört haben als Musik war Sirtaki. Und der Sirtaki gehört definitiv nach Griechenland. Barilla ist darauf angesprochen worden. Gar keine Frage. In sozialen Mediazeiten geht das relativ schnell. Die Antwort von Barilla ist für mich unglaublich. Die lautete nämlich, ja und? Wir wollten einfach nur mediterrane Atmosphäre erzeugen. Ist doch egal, von wo die Musik kommt, ob aus Spanien, Italien, Griechenland. Und das Schöne ist, da muss man einfach auch staunen. Barilla zieht bis heute die Musik selbst in den aktuellsten Spot weiterhin durch. Und ich habe meinen ganzen Kollegen und Freundeskreis inzwischen mit diesem Thema infiziert. Und sie können es schon nicht mehr hören, wenn sie den Spot sehen. Aber ihr seht, das kann passieren. Kurzer Jump noch, weil Kultur ist immer spannend und es ist unglaublich viel zu lernen. Ihr seht hinter mir die Art und Weise, wie scheinbar vermeintlich der Sirtaki seit Jahrhunderten in Griechenland getanzt wird. Wir haben beim Problem, liebe Leute, so wird er nicht seit Hunderten von Jahren getanzt. Wir sehen zwar diese gereihte Form des Sirtaki auf vielen Verpackungen. Wir sehen das heute in Videos, die von Familienfeiern gesendet werden. Der Witz ist, in der ursprünglichen Form wurde der Sirtaki ringförmig getanzt. Sicherlich auch mit nach über die Schulter gelegten Armen, auch mit natürlich geschwungenen Beinen. Aber die gereihte Form hat es bis 1964 nicht gegeben. Der Hintergrund, der kulturelle Hintergrund ist hier wieder mal wie so oft mit Hollywood verbunden. Für den Film Alexis Sorbas stellte man fest, dass der Hauptdarsteller Anthony Quinn ein verdammt schlechter Tänzer ist. Also haben die Hollywood-Choreografen extra für Anthony Quinn eine simple Choreografie entwickelt, in der er nicht scheitern konnte. Und die war gereiht zu tanzen. Heute ist es so tief auch in der griechischen Kultur drin, dass der eigentlich rund getanzte Sirtaki neuerdings zumindest seit den 60er Jahren auch gereiht getanzt wird. Aber das nur als kleiner Exkurs. Noch eine letzte Definition für heute, denn ihr merkt, wer sich mit Zeichen beschäftigt, muss sich auch mit der Frage nach der Kultur auseinandersetzen. Kultur kommt von cultura, ist ein lateinisches Wort, heißt so viel wie pflegen, anbauen, was hatte ich noch geschrieben, bestellen. Also wir haben eine Art ackerartige Tätigkeit. Und was mir sehr gefällt, ist eine kurze Definition auf der anderen Seite von der UNESCO, die beschreibt, Kultur ist die Gesamtheit der geistigen und materiellen, der verstandes- und gefühlsmäßig unterschiedlichen Merkmale, die eine Gesellschaft oder eine soziale Gruppe kennzeichnen. Und was mir in dieser Definition sehr gefällt, ist vor allem das Wort gefühlsmäßig. Genau darin liegen ja die Herausforderungen kultureller Begegnung. Wir müssen, um unterschiedliche Kulturen zu erfahren, nicht zwingend über Ländergrenzen reisen. Es reichen manchmal schon Freundeskreise aus, in die wir hineingehen, in andere Communities, um zu staunen, um vielleicht bestimmte Codes und Botschaften zu verstehen oder auch nicht zu verstehen. Und wie ich gehört habe, es reicht manchmal auch schon, in ein anderes Tal, auf der anderen Seite des Waldes zu reisen. In einem anderen Dorf herrschen ganz andere Regeln und Sitten. Und damit sind wir beim Modell, das ihr schon zu Beginn
meines Vortrages heute gesehen habt, nämlich das Eisberg-Modell von Edgar Schein. Er beschreibt Kultur als genau das, was ein Eisberg eigentlich auszeichnet. Wir haben einen bewussten, sichtbaren Teil der Kultur. Das sind Sprachen, Bräuche, Kleidung, Essen, das, was wir erfahren können in der Begegnung. Wer von euch große Distanzen beim Reisen schon überwunden hat, wird das nur bestätigen können. Wir sehen es, sind manchmal erstaunt oder vermuten darin, etwas zu sehen. Und dann erleben wir, dass es einen riesigen, unbewussten Teil, wie sollte es auch anders sein, von unsichtbarer Kultur haben. Und das sind die Werte, das ist der Glauben, das ist die Philosophie, das sind Rollen, das sind Helden, fiktive Helden oder reale Helden, von deren Existenz wir vielleicht noch nichts wissen. Und es braucht eine große Zeitspanne, um tiefer in die Kultur einzudringen und tiefer auch ja eigentlich die Geheimnisse der Kultur zu ergründen. Und das sorgt immer wieder auch für Herausforderungen bei Marken. Aber manche Marken schaffen es einfach damit auch sehr geschickt und sehr gut umzugehen. Und das ist mein letzter QR-Code für heute, den ich euch anbieten möchte. Ihr werdet auf die Seite der Zeitschrift oder der Tageszeitung Die Welt gelenkt und ihr werdet Bilder aus einem IKEA-Store in Beijing sehen oder Beispiele aus chinesischen IKEA-Stores. IKEA ist in den Nullerjahren nach China gegangen und war dort von Anfang an sehr erfolgreich, aber das Management hat sich ein bisschen erschreckt, weil relativ bald nutzte die chinesische Bevölkerung die große Ausstellung, wir kennen sie auch hier aus den Märkten in der Schweiz. Dort nutzte die Bevölkerung diesen Ort, um zu picknicken, um in den Betten zu schlafen, um an den Tischen zu essen, um kleine Familienfeste zu feiern. Es wurde eigentlich zu einer Art Happening. Das Management war vollkommen irritiert, vollkommen klar. Es entstanden Sachbeschädigungen, die Gegenstände wurden abgenutzt. Aber relativ hat man erkannt, dass es eigentlich ein Fehler wäre, dagegen vorzugehen. Zunächst hat IKEA neues Personal eingestellt, um sicherzustellen, dass die Menschen, die dort sich auch von der Hitze in den Großstädten erholen, sich wohlfühlen können. Und gleichzeitig haben sie begriffen, dass das Nickerchen nicht nur in China, auch in vielen anderen Ländern Asiens, das Mittagsnickerchen, eine feste kulturelle Größe ist. Und wenn wir die ignorieren, gehen wir eigentlich mit unseren Kunden schlecht um. Und sehr schön ist, inzwischen hat das Ganze einen Namen. Ich spreche es definitiv falsch aus, aber Yizia Wuzia ist, so wie mir meine Kollegin aus Asien nochmal bestätigt hat, inzwischen ein gängiger Begriff für das IKEA-Nickerchen. Und Yizia ist die chinesische Bezeichnung für IKEA. Es hat Versuche gegeben, diesen Service, ich habe gerade nach dem passenden Wort gesucht, diesen Service für die chinesischen Kunden wieder abzuschaffen. Aber inzwischen hat sich herausgestellt, es funktioniert einfach nicht, weil damit eigentlich auch eine Welcome-Kultur einer Marke vernichtet wird. Die letzten Beispiele sind wieder typografischer Natur. Ich habe eine Marke hinter mir eingeblendet, die, denke ich, ja, so global ist, dass wir sie gar nicht mehr mit Namen aussprechen müssen. Aber als die Company in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts dieses Cola-Getränk in China eingeführt hat, haben die Verantwortlichen relativ schnell gemerkt, dass es nicht so dort eingeführt werden kann, weil wenn die Chinesen Coca-Cola phonetisch versuchen zu übertragen, heißt es sinngemäß beiße in die wechselnde Kaulquappe, beziehungsweise es heißt mit Wachs befestigtes weibliches Pferd. Für ein Coca-Cola-Getränk vielleicht nicht die beste Lösung, um gut anzukommen. Und sie haben es gewechselt. In schönster, kalligraphischer, typografischer Form haben sie aus dem Coca-Cola ein Ke-Ku-Ke-Le gemacht, ein phonetisch ein wenig anders. Aber auch hier, und das ist ja der große Gehalt der chinesischen oder asiatischen Schriftzeichen, diese Zeichen sind nicht nur eine phonetische Übertragung, wie wir es aus der lateinischen Schrift kennen, nein, sie sind obendrein auch noch eine große Konnotation, nämlich eine Vermittlung noch von mehr Sinngehalt. In diesem Fall heißt es, ihr könnt es hier oben sehen, köstlich schmeckt und Freude bereitet, steht für Coca-Cola bzw. Ke-Ku-Ke-Le. Die letzten beiden Beispiele und so langsam setze ich zur Landung an. Das Gleiche wurde auch inzwischen von einer großen weltweit tätigen Agentur umgesetzt für Nespresso. Auch Nespresso hat eine eigene
Übertragung in chinesische Schriftzeichen. Es heißt ausgesprochen Nong Yu Ka Fei. Und auch hier wieder die Konnotationsebene Strong Rich meets Coffee Espresso. Ja, deckt sich natürlich sehr auch mit dem, was ein Espresso zu bieten hat. Und manchmal bedauere ich ein bisschen eigentlich in diesem westlichen Sprachkontext unterwegs zu sein, weil diese große Poesie, die in der Typografie Asiens steckt, uns auch ein bisschen verborgen bleibt. Und letztes Beispiel, bevor ich noch mit einem Zitat landen möchte. LinkedIn hat es ähnlich umgesetzt. Sie nennen oder ausgesprochen heißt dieses Zeichen Ling Ying in China und übertragen heißt es die Eliten führen oder to lead elites. Ja, das wäre mein Impuls für heute Morgen gewesen. Und was gibt es Besseres, wenn wir gerade so viel in China unterwegs waren, als mit Konfuzius zu enden und eigentlich euch vielleicht noch so wie einen Satz mit auf den Weg zu geben, der, glaube ich, euch in eurer visuell-grafischen Tätigkeit sicherlich auch noch mal eine schöne Erinnerung an den heutigen Morgen sein kann. Konfuzius sagt, wenn die Worte nicht stimmen, dann ist das Gesagte nicht das Gemeinte. Wenn das, was gesagt wird, nicht stimmt, dann stimmen die Werke nicht. Das gebe ich euch gerne mit auf den Weg. Rufe einfach euch ein fröhliches Augen auf. Der nächste Eisberg kann lauern zu und bin jetzt einfach noch da für Fragen. Wünsche euch aber einen schönen Morgen und vielleicht sehen wir uns auf dem einen oder anderen Kanal eines Tages mal wieder. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich übernehme auch gerade, also eben, ich kannte ja viele Fälle jetzt schon, einige aber noch nicht. Ich finde es wirklich einfach super spannend, wie komplex das ist. Und ja, jetzt geht die Frage, also ich sehe schon im Chat läuft hier ganz viel mit, vielen, vielen Dank und sehr inspirierend und das sollte es auch sein, das war es ja auch. Habt ihr Fragen? Gibt es, ja, sind bei euch Fragezeichen entstanden, die Peter jetzt noch beantworten könnte zu einem bestimmten Case oder auch generell oder habt ihr vielleicht womöglich auch gerade irgendwas auf dem Tisch was, wo ihr denkt so, oh, Achtung, mit dem Wissen jetzt, da könnte was lauern vielleicht. Gibt es da? Sabrina hat die Hand erhoben. Sabrina, frag. Ja, mich würde so interessieren, wie Peters Arbeitsalltag aussieht. Also kommen da dann Leute zu dir mit Kampagnen und ihr checkt die dann quasi auf bestimmte Länder ab und wird es dann teurer, wenn es dann global ist oder wenn es nur für Europa gilt? Oder was ist so euer Arbeitsalltag? Also der erste Teil stimmt definitiv. Das ist so, dass entweder die Unternehmen selbst oder Agenturen auf uns zukommen. Ich kann ja hier hingucken, das ist immer das Verführerische, auf die Kachel zu schauen. Wir kriegen den Auftrag, das ist unser Problem, wir wollen in eine andere Kultur wechseln und das reicht teilweise schon aus, gleich die nächste Ländergrenze zu überschreiten. Checkt das bitte ab. Und dann sind es entweder sehr kleine Analysen, dass wir wie im Fall der Eule einfach mal kurz unser weltweites Netzwerk anfragen und fragen, hey, wie sieht es bei euch aus? Wir machen hier von Europa oder von der Schweiz aus schon eine Vorrecherche. Das wird meistens dann hoffentlich auch bestätigt von unseren Kolleginnen in der Welt. Und dann schreiben wir dazu eine klassische Analyse. Das wäre so. Und wir geben auch Handlungsempfehlungen natürlich, weil wir kommen alle aus einem visuell-grafischen Hintergrund in unterschiedlicher Weise. Also wir wissen letztendlich auch, wo die Umsetzungsherausforderungen liegen und geben den Gestalterinnen auf der anderen Seite einfach Empfehlungen. Wir machen keine Entwürfe, wir arbeiten nicht grafisch in keiner Weise. Aber zumindest haben wir auch das Vokabular, um euch dann bei eurer Arbeit zu unterstützen. Größere Geschichten sind die, wenn uns eine Londoner Agentur zum Beispiel fragt, hey Leute, es gibt einen relativ bekannten Kräuterzucker in der Schweiz. Wir wissen nicht, was das Schweizerische an ihm ist. Und dann haben wir über mehrere Wochen daran gearbeitet, dieser Londoner Agentur zu erklären, was das Schweizerische an einem Kräuterzucker ist. Das wäre jetzt mal so die Antwort. Und die Dimension ergibt sich auch vom Zeitaufwand. Ja. Sarah, magst du? Soll ich? Ich habe auch gerade sonst eine Frage rausgepickt. Ja, nein, ich habe gerade keine da. Hm? Okay, ich habe eine gesehen und zwar hier, Rachel aus Zürich, genau, fragt, gibt es eine Art Lexikon für Zeichen? Außer, dass du, Peter, natürlich das wandelnde Lexikon bist, aber genau. Es gibt, nein, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Es gibt sehr viele Lexika für Zeichen, aber wenn, und ich glaube, das würde einen halben Marktplatz füllen. Die Herausforderung ist,
wenn wir das als 100% ansehen, sind ca. 90% Bullshit auf dem Markt. Das geht in esoterische Richtung, das geht in Richtung wirklich der größten Unglaublichkeiten. Deshalb lege ich immer großen Wert drauf, sucht euch Lexika mit einer kulturwissenschaftlichen Absicherung, die auch aus einem mehr oder weniger wissenschaftlichen Kontext kommen. Alles, was als Paperback irgendwo fröhlich für 5 Franken zu haben ist, dem stehe ich äußerst kritisch gegenüber. Und deshalb stehe ich auch gern zur Verfügung, eine Empfehlung zu geben. Einfach Mail schreiben oder mich irgendwie über LinkedIn anschreiben, dann kriegen wir das relativ schnell gelöst. Deshalb, ich kann es nicht so beantworten, kauft euch den. Dafür gibt es zu viele, ihr seht schon allein durch die kulturellen Ausrichtungen. Aber Vorsicht beim Kauf von Symbollexika. Doch, ich habe schon auch noch eine Frage. Und zwar, was ist denn Schweizerisch an dem Kräuterzucker? Ja, das ist die Herausforderung, über die ich, das kennt ihr sicherlich sehr gut. Ich habe so einen Job, wo ich teilweise Verträge unterschreiben muss, wo dann drin steht, ich darf nicht helfen oder nicht erklären, wie wir geholfen haben. Aber wenn wir den Rollout jetzt so sehen, sind wir eigentlich recht zufrieden, dass ein doch zum großen Teil auf das gehört wurde, was jetzt international sichtbar wird. Nicht in der Schweiz, aber international. Sorry, Sarah, vielleicht mal bei einem Bier. Ist okay. Ja. Und Andrea, denk dran, ich hätte ja auch noch einen kleinen Case, ne? Den habe ich noch so. Ja, der zeigt halt auch so viel. Ich weiß genau, wir wollen natürlich erstmal noch ein kleines bisschen, wir haben ja auch noch Zeit, Moment, Luft lassen für Fragen. Also entweder fragt gerade, hebt die Hand. Wollen ja auch nicht. Das war jetzt ein guter Teaser, habe ich so den Eindruck. Das ist schön. Ja, ne. Hier ist gerade noch die Frage, wo du unterrichtest. Ich bin in Bern an der HKB, also der Hochschule der Künste Bern, und bin da auch sehr happy. Und ich mache mit meinen Studierenden jedes zweite Semester Bildtheorie. Es geht exakt eigentlich um so etwas Ähnliches, was ihr hier gerade gesehen habt. Wir schauen uns Marken an, wir schauen uns aber auch Gemälde an. Wir gucken sie uns nicht mit der reinen kunsthistorischen Brille an, sondern wir gucken, welche Verbindung bestehen eigentlich zwischen kulturhistorischen Abbildungen, ob Gemälde, Skulpturen, und welchen Link haben sie bis in die Gegenwart. Hochspannend, teilweise kriegen wir dann direkte Linien zu den Titelseiten von Tageszeitungen und haben große Freude miteinander, hoffe ich zumindest, ist meine Perspektive. Da haben wir noch eine Frage. Ja. Ich sehe, empfiehlst du, Peter? Darf ich noch etwas sagen? Hörst du mich? Nein, weißt du, wir haben gerade eine Frage im Chat. Darf ich schnell? Ach so, ja, mach. Ah, Entschuldigung. Empfiehlst du, Peter, dann immer eher einen Markennamen anzupassen oder hilft es auch, den ursprünglichen Namen zu erklären, von der Tiana? Genau, also da kann ich ein bisschen, bei der Eule kann ich den Case ein bisschen öffnen. Jetzt wäre die erste Reaktion, oh verdammt, wir dürfen keine Eule im Corporate Design haben. Und hier war unsere Empfehlung eine andere. Diese Eule braucht eine Rahmung. Also es muss klar und deutlich werden, dass es ein, in diesem Fall, Schweizer Unternehmen ist. Das muss stärker herausgearbeitet werden. Die Eule darf keine große Rolle spielen in dem gesamten Markenauftritt. Und dementsprechend haben wir hier darauf gedrungen, bleibt bei euch, bleibt authentisch, aber macht klar, warum ihr die Eule verwendet, damit sie in der Alltagskommunikation, hier geht es auch um viel Geld natürlich im Kontext dieser Firma, dass sie nicht als böses Omen gelesen wird. Und Umbenennungen, ja, ihr seht es im Fall der wechselnden Kaulquappe, unter bestimmten Umständen muss darüber nachgedacht werden. Aber das tun nicht nur westeuropäische Konzerne, auch Marken, die in China ganz selbstverständlich einen Namen haben, haben hier in unserem Kulturkreis einen anderen, weil sie für uns leichter aussprechbar sind oder besser verständlich sind oder vielleicht nicht mit bösen Konnotationen belegt sind. Genau, Sarah, magst du gerade anschließen? Ja, genau. Ja, toll. Jetzt etwas Kurzes. Aber ich denke, also was sagst du denn dazu, eben Teams auch diverser zu machen jetzt im Marketing? Weil ich denke, da kann ja auch schon vieles verhindert werden. Also unterschiedliche kulturelle Hintergründe, auch unterschiedliche ausbildnerische Hintergründe, natürlich auch mit den verschiedenen Geschlechtern. Ich bin immer überrascht, was sagst du zum Tesla-Logo? Weil als Frau finde ich es, also ich finde es schön, aber es für mich nichts mit Elektromotor, aber sehr viel mit einem Uterus.
hat das zu tun. Und da denke ich immer, wo waren da die Frauen in der Entwicklung? Genau, oder Spirale. Also, ja, da antworte ich dann eher mit meinem großen Semiotiker-Freund Roland Barth, der gesagt hat, es liegt immer auf, also der Interpretator, die Interpretatorin hat immer recht. Zunächst einmal ist es auch das, was wir in einem Zeichen lesen, was uns prägt. Aber natürlich ist das, wenn es viele darin sehen, kommen wir nämlich zu den Herausforderungen. Was die diversen Teams angeht, wenn Diversität wirklich so gelebt wird, dass sie eine Agentur, eine Gruppe diverser macht, kann ich das nur begrüßen. Wenn es nur dazu dient, nach außen zu sagen, hey, wir sind so unglaublich divers, haben wir ein Problem. Und ich merke immer wieder in unserem Job, weil wir uns auch nicht auf unseren kulturellen Blick verlassen, wir arbeiten mit einem Netzwerk in über 30 Ländern auf der Welt zusammen, um uns auch immer wieder auszutauschen mit unseren Kolleginnen und Kollegen, weil wir haben einen riesigen blinden Fleck in uns und wir versuchen uns auch immer ihm bewusst zu sein. Das als erste Antwort. Ansonsten auch hier auf eine Tee im Chat gern einen Dialog darüber, weil ich auch eine große Chance darin sehe, Teams diverser zu machen. Ja, super, vielen Dank. Jetzt bin ich so hin und her gerissen, weil ich natürlich weiß, dass du noch so ein schönes Praxisbeispiel hast. Mit Blick auf die Uhr, es ist aber 9 Uhr. Mhm. Leute, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr noch Lust auf eine Verlängerung? Jetzt sehe ich ja Daumen hoch, was natürlich, Achtung, Daumen hoch, schon wieder Hilfe. Von daher würde ich, machen wir es doch folgendermaßen. Ich mache mal offiziell auf eine Art, Moment. Einen Abschluss und das ist jetzt und würde dann schauen, dass wir vielleicht doch noch wer bleiben will, nämlich in eine Verlängerung gehen. Wäre das in Ordnung, wenn wir das so handhaben? Dann sage ich nämlich erstmal ganz offiziell, damit wir wirklich im Timing bleiben, danke, Peter, herzlichen Dank. Also im Chat hat sich es ein bisschen überschlagen mit Dankesgrüßen und das war super und inspirierend und, also ganz toll. Das freut uns natürlich sehr. Vielen Dank an unsere Communities, dass ihr da seid. Vielen Dank an für heute den Stefan Graf, der das Video zum Anlass machen wird. An Timo, der nette Fotos eingefangen hat. An die Sarah von uns mit Carly und an Made Marketing von Rachel aus Zürich. Und ich bin Andrea von Alles Gesagt. Das war der offizielle Part und ich übergebe jetzt dann doch gerade gleich schon wieder an dich. Also, wer mag, bleibt noch. Es gibt noch einen spannenden Case aus der Praxis. Prima. Wir machen so den Director's Cut. Der Director's Cut, genau. Den möchte ich wirklich total gerne einblenden. Und er handelt von einem Case, den wir im Rahmen einer NGO bearbeitet haben. Und der wirklich zeigt, wie sehr wir auch jeder auf der Welt mindestens einen mehr oder weniger großen blinden Fleck besitzt. Oder wie unterschiedlich die Lesart simpelster Zeichen ist. Gucken, auf welcher Seite ich stehe. Ihr seht hier ein mehr oder weniger gelungenes Zeichen einer NGO aus der Nähe von Zürich, die aber ein sehr großes und wichtiges Anliegen haben. Sie setzen sich dafür ein, dass auf Madagaskar der Wald weniger abgeholzt wird. Er ist schon zu einem ganz großen Teil zurückgedrängt und Ades sorgt dafür, dass dort energieeffiziente Holzkocher bzw. Solarkocher konstruiert werden. Inzwischen arbeiten dort über 200 Leute in den Teams. Es werden Schulen gebaut. Es passiert eine ganze Menge. Und ja, das ist absolut anzuerkennen und wertvoll. Interessant ist aber das Logo, das bis vor einigen Jahren so aussah. Ich hoffe, es kommt in der Übertragung einigermaßen rüber. Es besteht aus diesen Sonnenstrahlen und dem Buchstaben Ades, aber es hat eine Besonderheit. Als dieses Logo damals designt wurde, hieß es, es wäre zurzeit sehr modern, dass alles so einen gewissen, na sagen wir mal, Chevy-Schick bekommt, weil in den Nullerjahren war so ein gewisser Chevy-Style scheinbar absolut angesagt. Hier sind überall Störungen drin in den ganzen grafischen Details. Und das Team hier in der Schweiz war total stolz drauf. Wir haben ein absolut zeitgenössisches Logo. Es ist super cool, weil wir Chevy sind. Ja, und das war hochinteressant, als dann das Team in Madagaskar den Job bekommen hat, bitte auf alle Tore, alle Schilder, also auf das gesamte, auf alle Orte in Madagaskar, wo alles vertreten ist, das neue, schicke Logo aufzutragen. Und relativ bald kam der Malermeister, also ihr seht, das ist hier auch alles wieder mit diesen Störungen, die sind also
von Hand eingebracht, das ist keine Abnutzung oder Verwitterung. Plötzlich kam der Malermeister, die Malermeisterin, wer auch immer damals gerade dafür zuständig war, auf das Team in Madagaskar zu und sagte, wir finden es total traurig, weil jetzt haben wir gehofft, dass ihr aus der Schweiz uns ein richtig tolles, modernes Logo liefert, denn für uns ist shabby schäbig. Bei uns ist so vieles schon so verbraucht und wir haben so wenig Geld und wir sind so genervt von all dem und wir hätten so gerne einfach mal was Modernes und nicht etwas, was verbraucht ist. Und das macht natürlich ein anderes kulturelles Phänomen sehr stark deutlich. Wir kaufen uns hier teilweise Jeans im Used-Look, die für viel Geld in Waschmaschinen mit Steinen auf gebraucht getrimmt werden. Das ist der Luxus der westlichen Konsumgesellschaft, sich die Abnutzung zu leisten. Und in einem anderen Kulturkreis löst das absolutes Unverständnis aus. Und es war hochspannend zu sehen, an so einem winzigen Detail von Abnutzung, wie stark es plötzlich zu einem Clash of Cultures kommen kann, weil die eine Seite die andere Seite zunächst mal nicht versteht. Ja, vielen Dank. Ich bin froh, dass wir es noch gehört haben und die meisten sind auch geblieben. Das bestätigt eben, dass das ist einfach sehr interessant, dass diese ganzen Sachen zu hören und dich anzapfen zu können mit deinem Wissen. Dann haben wir es jetzt aber wirklich für heute mit unserem 30-Second Pitch von Sabrina. Vielen Dank auch nochmal an dich. Eben, vielen Dank. Sehr gerne. Danke, super.